Seit kurzer Zeit ist ein Streit in der Hip-Hop-Szene entstanden, der die Debatte über die derzeitige Nummer 1 in der amerikanischen Rap-Szene endlich beenden soll. Denn Drake und Kendrick Lamar haben beide mehrere Diss-Songs gegeneinander veröffentlicht, sodass es zum ersten Mal einen offiziellen Schlagabtausch zwischen den beiden gab. Doch viele wissen gar nicht, dass der Konkurrenzkampf der beiden mittlerweile über 10 Jahre geht. Deswegen schauen wir uns heute den Beef zwischen Drake und Kendrick an. Vergiss nicht zu liken und zu kommentieren. Und viel Spaß mit dem Video. Die Karrieren von Drake und Kendrick Lamar begannen fast zeitgleich in den 2000er Jahren. Kendrick, der sich damals noch K-Dot nannte, veröffentlichte ab dem Jahre 2004 seine ersten beiden Mixtapes und erlangte dadurch im Jahre 2006 die Aufmerksamkeit von dem Rapper The Game, der Kendrick mit auf Tour nahm und ihn sogar auf 2 Songs featurete. 2006 ist auch das Jahr, in dem Drake seine Karriere startete. Er veröffentlichte im Februar sein erstes Mixtape, wodurch er gleich seinen ersten kleinen Hype bekam. Und im selben Jahr durfte er sogar als Voreact für Ice Cube auftreten. Im Jahre 2007 veröffentlichte Drake dann sein zweites Mixtape, auf dem die Single Replacement Girl featuring Trey Songz zu einem riesigen Erfolg wurde, wodurch Drake es aus dem Untergrund geschafft hat. Währenddessen veröffentlichte Kendrick noch 2 Mixtapes unter seinem damaligen Rap-Namen K-Dot, bis er im Jahre 2009 seinen Namen änderte. Im selben Jahr veröffentlichte Drake dann sein drittes Mixtape, auf dem mehrere Hit-Singles und Hip-Hop-Größen vertreten waren, sodass Drake über Nacht zu einem Megastar wurde und einen Vertrag von den damals größten Hip-Hop-Künstlern der Szene, Lil Wayne, bekam. Ab da an veröffentlichte Drake Hits über Hits, die sich millionenfach verkauften. Auch Kendricks Karriere ging zeitgleich langsam bergauf. Er veröffentlichte im Jahre 2010 das Mixtape Overly Dedicated, das auf Platz Nummer 72 der Billboard-Charts einstieg und wodurch er die Aufmerksamkeit des legendären Dr. Dre auf sich zog, mit dem er ab den Jahre 2011 zusammenarbeitete. Im selben Jahr ging Kendrick dann auf kleine Promotour, um sein Debütalbum namens Section 80 zu promoten und hatte dadurch am 16. Juni 2011 seinen ersten Auftritt in Toronto, der Heimatstadt von Drake. Als Drake davon erfuhr, besuchte er Kendrick bei seinem Auftritt, sodass die beiden das erste Mal persönlich aufeinandertrafen. Bei dem Treffen haben sich die beiden sehr gut verstanden und Kendrick hat Drake sogar sein damals noch unveröffentlichtes Album gezeigt. Das Album hat Drake so fasziniert, dass er Kendrick ein Feature-Gast-Part auf seinem zweiten Album Take Care anbot. Und so entstand der erste Song der beiden namens Buried Alive Interlude. Und im Februar 2012 nahm Drake sogar Kendrick gemeinsam mit A$AP Rocky mit auf Tour. Im selben Jahr veröffentlichte Kendrick dann sein zweites Album, das von vielen bis heute als Klassiker bezeichnet wird. Und zwar Good Kid, Mad City. Das Album verkaufte sich in der ersten Woche knapp 250.000 Mal und sorgte dafür, dass auch Kendrick zu einem Megastar wurde. Auf dem Album war auch Drake als Feature-Gast vertreten. Und im Oktober 2012 waren beide noch ein letztes Mal gemeinsam auf einen Song von A$AP Rocky zu hören. Doch ab dem Jahre 2013 wurde aus der Freundschaft zwischen Drake und Kendrick Lamar ein erbitterter Konkurrenzkampf. Shit, my man. Das ist fresh. Bei dir? Muss, Bruder, jetzt, ja. Das ist was Schönes für mich. Bruder, ist alles weggegangen wie die warmen Semmeln, aber das Letzte für den Besten. Shit, ich sag dir, diesmal ist die Qualität noch besser als sonst. Schau dir den Scheiß an, Bruder. Shit, schau dir das an, Bruder Herz. Seit 1997 die beste Qualität. Damit laufen nur die freshen Motherfucker in der Hood rum. Shit, Digga. Ey. Und du weißt, ne, normalerweise bin ich ja viel unterwegs und so, deswegen haben wir jetzt einen Online-Shop. Und wenn du Ben15 eingibst beim Online-Shop, kriegst du 15% Rabatt. Ja, also, stay real. Ja, Mann. Dieses Video ist gesponsert von Real. Falls ihr Bock auf coole Hosen oder andere Hip-Hop-Klamotten habt, dann schaut auf jeden Fall bei Real vorbei. Den Link zum Shop findet ihr in der Beschreibung. Die Qualität hat mich sehr überzeugt und mit jedem Kauf unterstützt ihr diesen Kanal. Mit dem Code BEN15 bekommt ihr sogar 15% Rabatt. Stay real, motherfucker. Am 12. August 2013 veröffentlichte Big Sean den Song Control, auf den Kendrick Lamar einen Vers hatte, in dem er eine Ansage an die relevantesten Rapper der Hip-Hop-Szene machte und klarstellte, dass er für jeden Liebe hat, aber er die Nummer 1 der Szene ist. Und da Drake der größte Rapper der Szene war, wurde natürlich auch er erwähnt.
And that goes for Jermaine Cole, Big Crit Wale, Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, J Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas. Als der Song veröffentlicht wurde, wurden natürlich alle von Kendrick erwähnten Rapper auf den kleinen Seitenhieb angesprochen. Und fast keiner hatte ein Problem mit der Ansage. Doch Drake, der Kendrick eigentlich immer unterstützt hatte, sah das Ganze als einziger ein wenig anders und fing an, in Interviews schlecht über Kendrick zu reden. Am 25. August 2013 trafen die beiden dann das erste Mal bei den VMAs persönlich aufeinander. An dem besagten Abend soll Kendrick zu Drake gesagt haben, dass der Song kein Diss gegen Drake gewesen sei und er das Ganze nicht so ernst nehmen solle. Doch Drake wollte davon nichts hören und fing an, Kendrick auf den Song The Language zu dissen, ohne seinen Namen zu nennen. Auch außerhalb der Musik wurde der Konkurrenzkampf der beiden immer größer. Bei den BET Awards wurde Kendrick 14 und Drake 13 Mal nominiert. Und am Ende konnte Kendrick 4 und Drake 3 Awards mit nach Hause nehmen. Also war Kendrick sozusagen der Gewinner des Battles der beiden. Und als Krönung disste Kendrick Drake sogar bei der BET Cypher. Im Dezember wurde dann der Song Shit von Future und Drake veröffentlicht, auf dem Drake wieder mal ein paar Lines an Kendrick richtete. Ab dem Jahre 2014 wurde es jedoch wieder ruhiger um die beiden. Und im August des besagten Jahres ging Drake dann auf die Bühne und grüßte Kendrick Lamar mit ein paar netten Worten. Why you all got your phones out? I wanna shout out my nigga Kendrick Lamar. It's a lot of kings in this shit. You understand what I'm saying? So shout out to Kendrick. Doch scheinbar wollte diesmal Kendrick nichts davon hören, denn er disste Drake einfach weiter, sodass auch Drake wieder antwortete und der Beef weiter hin und her ging. Im Oktober 2014 wurde dann der Song Pay For It von J. Rock veröffentlicht, auf den Kendrick auf die Disslines von Drake's Song The Language einging. I am the kid with the motor mouth, I am the one you should worry about. King Kendrick, resurrecting my vengeance, been dissecting your motor mouth till I break down the engine. Im Februar 2014 gab es dann wieder eine kleine Antwort von Drake auf den Song Used To. They gon' say your name on them airwaves, they gon' hit you up right after like it's only rap. Während der Beef am Köcheln war, ging langsam das Gerücht in der Szene herum, dass Drake einen Ghostwriter haben würde. Und auf dem dritten Album von Kendrick Lamar, das im März 2014 veröffentlicht wurde, war dann ein Diss gegen Drake zu hören, den die Fans erst ein paar Monate später verstanden. Denn auf den Song King Kunta fragte Kendrick, wie man Ghostwriter als Rapper haben kann. Und nur ein paar Monate später wurde durch Meek Mill bekannt, dass Drake tatsächlich Ghostwriter hatte. But a rapper with a ghostwriter, what the fuck happened? Im Juni desselben Jahres disste Drake dann wiederum Kendrick auf den Song 100, zu dem sie sogar ein Video in der Heimatstadt von Kendrick, Compton, drehten. Und so könnte ich jetzt ewig weitermachen. Es gab wirklich kein Projekt, in dem nicht ein paar Disses für die Gegenseite zu hören waren. Doch es wurden nie Namen genannt, bis im Jahre 2017 ein Audioleak des Songs Element von Kendrick Lamar in der Szene rumkursierte, der im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, in dem die originalen Verse des Liedes zu hören waren. Und auf der ursprünglichen Version wurde Drake namentlich genannt. Doch auch wenn es jahrelang einen Schlagabtausch gab, versuchte Drake immer wieder einen Schritt in Richtung Kendrick zu machen und redete beispielsweise in Interviews gut über ihn. Da Kendrick jedoch einfach weiter disste, fing auch Drake wieder an, weswegen es jahrelang weiter brodelte, bis der Beef in diesem Jahr seinen bisherigen Höhepunkt hatte. Im Oktober 2023 veröffentlichten Drake und J. Cole ihren Song First Person Shooter, in dem J. Cole rappte, dass er selbst, Drake und Kendrick die Top 3 der Rap-Szene sind. Daraufhin reagierte Kendrick im März dieses Jahres auf den Song Like That von Metro Boomin und rappte, dass es keine Top 3, sondern nur ihn gibt. Motherfuck the big three, nigga, it's just big me, nigga, bum. Ein paar Wochen später reagierte J. Cole auf Kendrick und disste ihn auf dem Song 7 Minute Drill, in dem er Kendrick herausforderte. Doch nur kurze Zeit später zog Cole seine Aussage zurück, weil er der Meinung war, dass sein Diss nicht gerechtfertigt war. Drake dagegen hatte scheinbar schon lange auf eine offizielle Konfrontation gewartet und veröffentlichte kurz darauf den Song Push-Ups, in dem er jeden seiner Gegner disste, auch Kendrick Lamar. Er machte sich über seine Größe und über seine Zusammenarbeit mit Popgrößen wie Taylor Swift und Maroon 5 lustig. Außerdem disste er Künstler wie Rick Ross, der kurz nach der Veröffentlichung des Songs ebenfalls einen Diss-Song gegen Drake veröffentlichte. Drake veröffentlichte dann einen weiteren Diss-Song mit dem Titel Tailor-Made Freestyle, in dem er eine KI-generierte Stimme von Tupac und Snoop Dogg nutzte
um Kendrick zu sagen, dass sie auf seine Antwort warteten. Doch Drake nahm den Song kurze Zeit später wieder runter, nachdem Tupacs Erbe rechtliche Schritte gegen die KI-generierte Verwendung seiner Stimme angedroht hatte. Daraufhin warteten die Fans über 2 Wochen lang darauf, dass Kendrick Lamar endlich antwortete, bis er endlich den Song Euphoria veröffentlichte. Ein 6 Minuten langen Diss-Song gegen Drake. Schon der Songtitel war sehr strategisch gewählt, denn Drake ist einer der Produzenten der Serie Euphoria. Und wenn man jetzt Drake Euphoria googelt, findet man Drakes Diss-Song ganz oben in der Suchmaschine. In dem Song disste er Drake gnadenlos und listete alles auf, was er an Drake hasste. I hate the way that you walk, the way that you talk, I hate the way that you dress. Am nächsten Tag reagierte Drake auf den Diss-Track, indem er eine Szene aus dem Film 10 Dinge, die ich an dir hasse, auf Instagram postete, in der die Hauptdarstellerin alle Gründe auflistete, warum sie ihren Freund hasst. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. Even worse when you make me cry. Daraufhin releasete Kendrick am 3. Mai einen weiteren Diss-Track mit dem Namen 616 in LA mit einem Cover, auf dem ein Maybach-Music-Handschuh zu sehen ist. Dadurch begannen sehr viele Fans zu spekulieren und Theorien aufzustellen. Und im Song sagte Kendrick unter anderem, dass es Leute in Drakes Crew gibt, die nicht loyal zu ihm sind, sodass viele der Meinung waren, dass Kendrick Insider-Informationen über Drake hat. Auch zum Songtitel gibt es etliche Theorien. Die einen behaupten, dass damit der kanadische Vatertag am 16.06. oder Tupacs Geburtstag gemeint sein könnte. Andere behaupten wiederum, der Titel sei eine Anspielung auf Drakes Songtitelwahl, da er sehr oft Zeiten als Songtitel wählte. Der Diss-Song, in dem er Drake unter anderem vorwarf, ein sehr schlechter Vater zu sein, wurde von einem der Produzenten von Taylor Swift produziert, so dass sogar der Beat eine Antwort auf Drake war. Are you finally ready to play? Have you ever, let's see, have you ever thought that OVO is working for me? Doch es dauerte nicht mal 24 Stunden, bis Drake den Song Family Matters veröffentlichte, in dem er wiederum Kendrick vorwarf, seine Frau, mit der er 2 Kinder hat, geschlagen zu haben. When you put your hands on your girl, is that self-defense 'cause she bigger than you? Da Drakes Antwort sehr schnell kam, dachten einige Fans für eine kurze Zeit, dass Drake die Nase vorn bei dem Beef hat. Aber wirklich für eine sehr kurze Zeit. Denn nur 37 Minuten später kam schon der Antwort-Track von Kendrick namens Meet the Grahams, in dem er die gesamte Familie von Drake disste. Er warf seinen Eltern vor, ihn schlecht erzogen zu haben und gab bekannt, dass Drake eine 11 Jahre alte Tochter hat, die er vor der Welt versteckt hält, weil die Mutter des Kindes hässlich sei. Diese angebliche Tochter spricht Kendrick im Song direkt an und entschuldigt sich für das Verhalten ihres Vaters. Ihr Narcissist, Misogynist, living inside his songs, try to destroy families rather than taking care of his own. Diese angeblichen Insider-Informationen wurden dann noch durch das Cover unterlegt, auf dem einige Privatsachen von Drake zu sehen waren, wie beispielsweise Medikamente zur Gewichtsabnahme. Laut DJ Academics sollen die Sachen, die auf dem Cover zu sehen waren, dem Vater von Drake gehören, dessen Koffer verloren ging. Doch auch das sind bis jetzt nur Spekulationen, denn Drake antwortete daraufhin mit einem Instagram-Post, in dem er schrieb, kann bitte jemand meine versteckte Tochter finden und sie zu mir schicken? Und wenig später gab Drake sogar bekannt, dass er seine Karriere beenden würde, wenn er wirklich eine Tochter hat. Da Drake alle Vorwürfe von sich weist, spekulierten einige Fans darüber, dass Drake vielleicht extra jemanden aus seiner Crew dafür engagiert hat, um Kendrick falsche Informationen zu liefern. Also dachte sich Kendrick wahrscheinlich, okay, dann gibt's halt noch einen Song. Denn nur 12 Stunden später erschien der Song Not Like Us, in dem Kendrick wieder neue Vorwürfe gegen Drake äußerte. Laut Kendrick soll Drake mit sehr vielen jungen Frauen unterwegs sein und sogar Leute eingestellt haben, die als Straftäter registriert sind. Das sollen auch die roten Markierungen über Drakes Villa darstellen, die auf dem Cover abgebildet sind. Der Song schlug ein wie eine Bombe und war sogar bei uns in Deutschland in den YouTube-Trends auf Platz Nummer 1. Und konnte über 15 Millionen Klicks generieren. 24 Stunden später veröffentlichte Drake dann den Song The Hard Part 6, in dem er bekannt gab, dass alle Fakten von Kendrick falsch sind und er extra falsche Informationen an Kendrick weitergegeben hat, wie es die Fans bereits vermuteten. Doch ob das Ganze wirklich ein Schachzug von Drake war, konnte er bis heute nicht beweisen. You gotta learn to fact-check things and be less impatient. Your fans are rejoicing, thinking this is my expiration. Nachdem beide Seiten 4 Songs gegeneinander veröffentlicht haben, sind sich heute die meisten Fans einig, dass Kendrick Lamar den Beef ganz klar gewonnen hat. Und auch ich bin der Meinung, dass Kendrick der klare Sieger ist. Allerdings muss man bei dem ganzen Beef festhalten, dass Drake nicht nur der erfolgreichste, sondern auch der meistgehasste Künstler der Szene ist. Das bedeutet, jeder, der Drake sowieso nicht mag, ist automatisch auf der Seite von Kendrick, weswegen Drakes letzter Diss-Song auch über 1 Million Dislikes innerhalb von nur 2 Tagen bekam. Doch der Beef der beiden, der eigentlich sportlich ablaufen sollte,
und bei dem die ganze Welt zuschaut, entwickelte sich in den letzten Tagen zum Negativen. Am Montag wurde ein OVO-Store in London mit den Worten "They not like us" besprüht. Und nur einen Tag später wurde sogar auf Drakes Villa geschossen. Dabei wurde ein Security getroffen, der den Drive-By Gott sei Dank überlebte. Und das Ganze wurde sogar auf Überwachungskamera festgehalten. Die Polizei hat bis jetzt jedoch noch kein offizielles Statement veröffentlicht. Doch Gerüchte zufolge hatte die Schießerei etwas mit dem Streit zwischen The Weeknd und Drake zu tun, da schon mal auf die Villa geschossen wurde, bevor der Beef mit Kendrick entfachte. Ich denke, die Zeit wird zeigen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Drive-By und Kendrick Lamar gibt und ob der Beef wie so oft auf der Straße endet. Aber was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Checkt auch gerne meine anderen Videos ab. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Gerade.